something I can help you with? I was just leaving Zagreus. Happened to be in the area, no thanks to you, and thought I'd go retrieve the last of my possessions. I have to say, you've really let this place go to hell. She left. Great. Wonderful. I guess we'll just go back to killing each other repeatedly then. Und damit willkommen zurück hier bei Hades auf der Nintendo Switch. Ja, ich wollte ein bisschen Gegenstände farmen. Einen Run habe ich geschafft, bevor wir in die nächste Cutscene reingeschlittert sind. Zum Glück konnte ich direkt unterbrechen und eine Aufnahme starten. Dann machen wir jetzt eben nochmal einen Run gemeinsam. Und hören uns mal ein bisschen um, was es hier Neues zu erzählen gibt. Thanatos Desert again. Yay. Chef. Leider kein Nektar dabei. Naja, reden wir mal mit den ganzen Leuten, die hier rumhocken. Hi, Hypnos. Wait, so what's all this about you working here? I thought they fired you and that was why you left. Hypnos, you think all these times I've died, it's because I was upset I was let go from a miserable job. Why else? Hypnos, der wirklich für seinen Job lebt. Oh, Orpheus und Achill unterhalten sich. Do you miss it yourself, Lord Achilles, sir? The freshness of the air? The need to have meals several times a day and such? Als ob Orpheus Hunger vermisst, so ein Streber. I scarce remember it, my friend. Although your songs do stir up memories sometimes. I'm used to things the way they are, I think. But you, not so much. Oh, on the contrary, sir. I am profoundly satisfied. We are most fortunate to have employment even after death. Imagine merely resting for eternity when you could work. Das finde ich eher so produktiv. Now that you mention it, I can't. Genau, ich habe jetzt den einen Bosskampf gegen Hades aufgenommen. Mit allem drum und dran. Wenn ihr wollt, dann schneide ich die alle mal zusammen, die ich jetzt offcam mache. Könnt ihr in die Kommentare posten. Tell me if I did anything wrong, wouldn't you, Prince? Na klar. Hi, Mutter. Were you able to make it to my cottage on the surface, Zagreus? I hope my lavender patches are doing all right. I couldn't make it all the way there, Mother. It's like, without your presence on the surface, I'm unable to hang on for very long at all. Ah, I was afraid of that. Well, don't despair. I placed a charm upon my seedlings there that ought to keep them flourishing well on their own. Your duty now is simply to escape. You keep it up. I will. Thank you, Mother. Warum sollten wir denn überhaupt nachgucken? Only wish you could have told me about her before. The hellborn monster Cerberus contentedly ignores the prince's callous, inconsiderate remark. Hey. Always feel better talking to you, boy. Diese ganz leichte Vibration vom Controller ist einfach nur geil. Considered that Orpheus might be much better as a court musician if you permitted him to see his muse again? I have considered many possibilities, boy. And I trust Orpheus considered many possibilities before he signed away his rights to see his so-called muse when once he invaded my realm. So you're forcing him to stay here for eternity just because he signed a contract with you? Contracts with me are binding. Until such time as they dig themselves out of the archives and tear themselves up. And I don't see that happening anytime soon. Tja, Spruskel. Who knows? They might surprise you. Extreme Maßnahmen. Schalt den letzten ab. Okay. Gönnen wir uns das, du? Since Father's not paying us any heed, what say we go with this assignment, Contractor? Keep it down. Die Hofmusik ist echt einladend, aber ich gönne mir lieber hier Verbesserungen. Ich spare jetzt auf die 5 für das Erebos-Tor zusammen. Dann wird es auch schon Zeit für den nächsten Fluchtversuch. Ich bin echt gespannt, was sich da mit Mac anbahnt. Okay, Athena haben wir durch. Okay. Scheinbar haben wir irgendwas im Tempel des Styx nochmal erledigt. Ich beschwere mich ganz sicher nicht über, wie heißt, 3 Titanenblut dazu extra. Heißt geil. Oh yeah! Now Father hungers.
eigentlich Skelly schon mal gegen Block nicht. For you, mate. Roger might get a kick out of this. For me, pal? Awful nice of you, just awful nice. But guess what? I got this for you. Tit for tat, you understand? A deal's a deal. Hier hat mir tatsächlich noch nicht gegen Glückszahn. Ein bisschen verstanden, aber ich freue mich einfach gerade über die Handschuhe. Also müssen wir mit zwei starten. Mehr Gegner finde ich nicht schlecht. Und weniger Lebenswiederherstellung finde ich das immer ganz gut. 9 Minuten ist echt nicht so viel und bringt auch gleich 2 Hitze. Das finde ich echt mies. Machen wir weniger Leben. Also Lebensregeneration. Und wie schon das letzte Mal bin ich mit der Granatapfelblüte von Persephone unterwegs. Und wir starten mit dem Hammer. Denn beim Ansatz von Angriff oder Spezialität bist du unwirksam. Ich würde zu gerne die brechende Flanke nehmen, aber wir wählen Schicksalswahl. Bestimmt du so die Arme. Poseidon, interessant. Ich mag echt die zufällige Auswahl von den von den Gaben der einzelnen Götter. Bring noch mal ein bisschen Abwechslung rein. Spurt, da mag ich Poseidon echt immer ganz gern. Das klingt gerade nochmal wie eine Angelstelle, aber ich sehe partout nichts. Wisst ihr was, eigentlich mal wieder ein bisschen auf Geld spielen, warum nicht? Warum hat denn die Falle da nicht getroffen? Können wir das mal erklären? Komm, als ob der mich getroffen hat. Komm her, Hexe. Dafür nochmal einen Schlüssel. Mann, die brauche ich doch jetzt nicht mehr, Spiel. Oder kann ich mir nicht dafür Nektar kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich muss auch öfter mal vorbeischauen bei dem Unterwelthändler. Also nicht Charon, sondern bei dem im Haus des Hades. Lieber einen guten Dionysos als Chaos Gate, sorry. Dass ich den auch anziehen kann. Und down. Und da ist eine Angelstelle. Nehmen wir Schwibschuss, der war eigentlich bis jetzt immer ganz geil. Fisch. Einfach durch die Menge sprinten. You are entirely too
drücken wir auf den Tusch. Warum nicht? Eigentlich hätte ich jetzt gerne noch Zeus, weil ich mag die Kombi aus Zeus und Poseidon echt gern. Also insbesondere den Duo natürlich, aber auch so. Spuren von Poseidon echt gerne. Was kriegen wir hier? Na, Juwelen will ich jetzt nicht. Granatapfel wird's. Down. Kommt einfach alle her zu mir. Wahnsinn, wie ich hier durchgehe. Ich mach noch nicht mal großartig was. Und wieder Geld. Sehr geldlastiger Run. Mega entspannt. Poseidon und Dionysos, du. Da freu ich mich drauf. Ich glaube lieber Poseidon. Das ist natürlich nicht schlecht. Nehmen wir ja den Beistand, warum nicht? Ach, sei nicht so beleidigt. Oh, wie viele kommen denn noch auf? Down. You know what, man? Just forget about what happened, yeah? Because I already did. I mean, it happens, right? Ich nehme das mit dem Nektar. Mehr Leben schadet nicht und ich will da sowieso Nektar sammeln. Good enough to eat. Ach, den Sport, den mag ich. Die Siphonie würde ich behaupten. Aber Elektro hat mich schon eine Weile nicht mehr. Tisiphone, sag ich doch. I'm here on official business this time, Tisiphone, so stand aside. Although, I guess the whole point of this job is that you're meant to try to stop me anyway, isn't that right? Das war ein bisschen mehr gesungen, habe ich das Gefühl. Well then, let's get to work. Come on. Szenenwechsel mal wieder. Komm, ich war doch gerade am Ausweichen. Wie oft soll sie mich denn noch treffen? Bei Tisiphone. Nice chatting. Oh, Elektro hat mir echt eine ganze Weile nicht mehr irgendwie.
merkwürdig. Ich wollte nicht wechseln, ich wollte mich heilen. Bin gespannt, wen wir jetzt noch als Gott bekommen. Wir haben gerade Poseidon, Demeter und Dionysos. Komisches Trio. Ich hab's Pling gehört. Scheinbar mal wieder pure Einbildung. Ist ja merkwürdig. Ich liebe meinen Haken. Komm her, Hexe. Diese kleinen Hydra-Köpfe kann ich echt nicht ausstehen. Immerhin ist alles Stone. Oh, Eurydike. Ich überlege, ob wir ihr dann gleich auch nochmal Nektar geben. Wir haben ja zwei dabei. Ich glaube zwei. Hier, erstmal für dich. Muss ich mich ja einschmeicheln. You know, of all the souls I've ever met, I feel like you put this stuff to the best possible use. Drei Herzen. Ich könnte echt stundenlang zuhören. How has Orpheus been doing lately anyway? Still keeping his hair and those neat little curls. I guess his tan must have faded by now. Ja, gebräunt, nein, Löckchen. Nicht wirklich. Curls? Not exactly, no. But he's doing all right. For him. He's started singing again lately, which was a big step. He never used to before. Would go on about how he'd lost his muse. And now he knows I'm out there still, huh? That's... well... thank you for the update, hon. Music's his gift. Good to know he's not throwing everything away. Es hat echt was für ihn über. Warum denn Juwelen? Wieder irgendwas klingen gehört. Ich werde echt noch wahnsinnig, Leute, an der Tour. Guter Athene oder guter Poseidon? Nehmen wir Athene, warum nicht? Ach, Todeskern. Hier geht nichts. Wie er sich zurücklehnt für einen Wurf. Zweiter aus, schön. Und erledigt. The biting cold surrounding you must mean the goddess of seasons decided to take an interest in your
internal struggle, Zagreus. I did not count on Demeter being a part of this. Take heart, though use discretion around her. Okay. Nehmen wir auf den Angriff. Könnte cool werden. Und Demeter gleich hinterher. Gespannt. Ist nur einer. Boah. Ich mach mal, der auf einmal von der Decke gefallen kam. Ich liebe es einfach, die Bomben von den Dingern abzulenken. Warum nicht? Und schließen wir uns mit Hermes an. Ein paar mehr Sports wären schon ganz geil mit Poseidon in Kombi. Spielt sich schon irgendwie echt nice. Ich setze eben viel auf den, wie heißt, Sportangriff, weil die Kombi aus Poseidon und Athena ist, glaube ich, ganz geil. Weil ich komplett koordiniere, wie weit die Gegner von mir entfernt sind. Ich kann sie entweder an mich ranholen oder wegstoßen. Bisschen wie Jojo spielen teilweise. Message from Olympus for you, boss. It says, it sure is nice up here upon this mountain, not having to escape the underworld. Come join us soon, won't you? Das klingt nach Zeus, sowas von. Automatisches Ausweichen, warum nicht? Ich habe keine Angelstelle gehört. Ich glaube, mein Herz ist vielleicht nicht schlecht. Ja, toll, da habe ich den Dionysos, die Dionysos-Gabe und finde partout keinen Nektar. Auch wieder typisch. Weiß nicht, ob ich von Charon theoretisch Nektar kaufen könnte. Dadurch, dass ich seine Shops in letzter Zeit so viel meide. Wer sie noch macht. Komm, wie hat er mich denn noch erwischt? Schön reflektiert mit meinem Angriff. Kurz mal wieder Blutsteine zurückgeholt. Oh, mich trifft irgendwie gerade so viel Müll.
definitiv unverwundbar, muss dafür aber eine Menge laufen. Dabei schon gefühlt eigentlich übersetzen am besten Artemis und Aphrodite. Warum stehe ich denn in der Lava? Ich sollte, glaube ich, jetzt wirklich mal öfter bei Charon vorbeischauen. Klar, am Ende das Geld auszugeben ist zwar ganz nice, aber... Die Ringe reden sich da sowieso immer jetzt wirklich nicht so. Oh, ich freue mich, mir gerade ein bisschen Theseus den Hintern zu versohlen. Nektar endlich. Dahin habe ich echt zu spät das gesehen. Schön in den festlichen Nebel rein, Junge. Und Hammer. Extrem wenig Leben, das ich gerade insgesamt habe, aber stört mich irgendwie auch nicht so richtig. Gegen die ist das Wegstoßen schon ganz geil. Oh, dämliche Schmetterlinge. Warum ist denn der andere gestorben? Okay, keine Schicksalswahl. Landeschaden fand ich ganz geil. Reichweite brauche ich gerade nicht. Sorry, Sportangriff spiele ich gerade so viel. Ich wäre eher dämlich, wenn ich das nicht nehmen würde. Auch wenn ich den Landeschaden eigentlich extrem gern mag. Oh, Thanatos. Ja, hör mal. Ich finde immer cool, wie sie auf Engeln, was sie schon für Gaben hat. Bin ich 8 besiegt und erst ein, wow. Okay, der war einfach unbesiegbar, da konnte ich gerade nicht viel tun. Schildtypen müssen jetzt nicht unbedingt sein, oder? Das war noch nicht der letzte, wo ist denn noch einer? Bin ich irgendwie blöd? War da hinten? Egal. Haben trotzdem deutlich gewonnen. Nachdem ein Beistand nutzt, steckt 10 Sekunden lang deine Ausfallchance und bewegst dich schneller. Nehme ich. Ja, ja, sicher doch. Lieber Art. Ich mag Athena, aber Demeter ist. Ich liebe Demeter. Sorry, ist richtig geil mit ihr. Dafür den Schmetterling. Nein, du behebst dich jetzt nicht hier wieder. Und du genauso wenig. Komm her. Wir haben auch kein Tempo drauf. Ah, da ist noch einer. Die Mitte könnte ich eigentlich auch mal wieder Nektar geben. Das war das letzte Mal richtig geil. Nee, sorry. Dafür war einfach der Duo-Bonus zu geil, ist das den anderen. Ach, nehmen wir einen Schlüssel, warum nicht? Ignorieren könnte.
Es muss ja nicht immer schicksalsvoll sein. Kommst du her? Oh, zwei Schmetterlinge. Und die kleinen Dinger. Ich krieg das Kotzen. Und natürlich noch eine Hexe. Und drei Schmetterlinge, wenn ich es richtig gesehen habe. Immerhin sind die beiden down. Ja, der Schaden, den ich mache, der ist echt unglaublich. Wir haben heute noch gar keinen Fisch gehabt, oder? Gehen wir jetzt zu Charon. Ich denke, im Tempel des Styks kriege ich relativ sicher noch eine Angelstelle. Oh, Charon hat was zu sagen. Charon, as I know you serve the realm, I just wanted to say I look forward to continuing to work with you in a somewhat more official capacity. I'll still be breaking out of here like always, but well, you've probably heard. Appreciate your support. Ich glaube, wir können hier den beiden nichts geben. Gleich im Göttergericht, deswegen kriegt er erst einen Nektar. Das nennt sich Schiebung, Zagreus. Das ist schon ziemlich geil. Das ist zwar für den Tempel gut, aber wir wollen mehr auf Schicksalsfall spielen. Nahrung nehme ich mit. Dann auf zum Göttergericht. Und so sehr ich auch Schiss habe, Athene zu Demeter zu verärgern. Wenn Athene da die Dinger schützt, werden sie versuchen, sich wieder zu beleben. Eine Ladung zurückhalten, schwachsinnig, weil wir voll haben. Dann fügen wir mehr Schaden zu beim Ablenken. Sorry, Oma. Gekümmert. Nicht auf mich schießen. Komm her, Bogenschütze. Wenn ich mich auf einen Gegner konzentrieren kann, das ist echt mega entspannt, aber. Hui. So you survived a little winter's chill, didn't you there? Be careful though. Next season could be worse. Gott, ist das eine Drohung. When it's cold or something, right? Dafür werfe ich nicht so häufig, aber weniger Schaden und Bonusschaden ist schon ziemlich geil. Aber ich finde das richtig gut. Und gleich die mit da hinterher. Mega. Scheinbar echt durchzuspinnen durch die kleinen Dinge. Wie viele Runden noch? Na komm, explodier, danke. War von der letzte jetzt, oder? Hier komm, Nektar für dich, Oma. Wie sollen die denn an Nektar kommen?
Das finde ich nicht so geil in der Kombination. Dann nehmen wir das, obwohl 20% Bonusschaden schon geiler gewesen wären. Aber sei es drum. Hedelstämme sind mir egal. Dann nochmal Charon. Naja, deswegen hat sie keine Kinder, weil sie mit euch genügend zu tun hat. Surely my cleverness comes from your brother and yourself, Lord Uncle Poseidon. And I would only add, my feeling is we've more than enough children in this family. Thus no further need for more of them for now. Sag ich doch. Wir haben ein Duo von beiden. Unterschiedlicher Eifer. Du kannst nicht betäubt werden und Basse könne weniger anhaben. Nehme ich, auch wenn ich die Stachelbank echt gerne mal hätte. Na dann. Den beiden Heroen. Oder dem einen Heroen und der Entwurfnase. Oh wow. I see my brethren failed to thwart your advance. Well, you shall go no further. Hold, you monster. You truly think you shall withstand our unsurpassable full-on Theoretisch sollte ich ja in der Lage sein, Tesor-Speer mit einem gezielten Schlag zurückzuwerfen. Ich glaube, das Timing da ist echt nicht ohne. Damn it, sag ich ja. Sein, dass ich Rachefrost drauf hab. Oh, und der ist schon besiegt. Tesor ist verträgt doch einfach nichts, der ist so schnell down. Oh, ich hab schon wieder meinen Schatten vergessen. Auf in den Tempel des Styx. Des Styx, warum sag ich immer der Styx? Ah, da war Geld drin. Sehr schön. Und gleich die Angelstelle, auf die wir gewartet haben. Das hatte ich auch noch vermasselt. Ein Steinwall. Den haben wir definitiv noch nicht. Der sieht episch aus ohne Ende. Alle Gaben, die du findest, haben überlegene Effekte, mindestens episch. Mega geil, den hätte ich echt am Anfang gebrauchen können. Das ist Poseidon und Dionysos, muss ich mir mal merken. Dann starten wir doch mal mit Demeter und Dionysos gleich hinterher und holen uns richtig geile Gaben, hoffentlich. Und ich mag die Granatapfelblüte echt gern. Ich liebe es auch, wie ich einfach durchlaufe und Schaden mache ohne Ende. Kommt ihr her? Danke. Not now. Das ist Wahnsinn.
Ah, fallen. Mist, als ob ich vergiftet wurde. Du. Theoretisch kann ich. Ja, genau, reflektieren mit dem normalen Angriff. Da ist die Heilung. Und down. Sorry Leute, Telefon hat geklingelt, ich bin ein bisschen raus. Mag ich nicht, vor allem weil der Fröstel nach wie vor Bonusschaden macht. Nehmen wir doch den Duo-Bono, wenn uns schon wieder angeboten wird. Auch wenn ich meine, ich hoffe, dass wir überhaupt alle unsere drei Todesverachtungen verbraten werden. Ich überlege, ob ich mir den Hermes gönne. Interessant, ich habe das Gefühl, es gibt doch jedes Mal einen extra Dialog, wenn wir hier sind. Definitiv 50% Lebenswiederherstellung, wenn wir Mist bauen. Schwerer Dionysos, mal gucken. Schon recht effektiv. Ich hatte bloß ein bisschen Schiss, in das Gift zu geraten. Deswegen war ich da jetzt ein bisschen auf Abstand gegangen. Es macht so viel Laune, einfach mit den Fäusten draufzuhauen, ohne Gnade. Das ist, glaube ich, der dritte Raum, wo ich keinen Schaden genommen habe. Oh, und wir haben den. Dionysos kriegt keinen Nektar. Mit nochmal 5% Schaden. Oder ich nehme die Schadensresistenz, ich weiß es nicht. Komm. 5% Schaden sollten nicht verachtet werden. Dann kann ich mir jetzt noch das Herzslam leisten. Hi. Dieses Mal, ja. Gefüttert. Sack enthält Ungeziefer. Super. Bin mal gespannt, wie der Kampf jetzt läuft. Ich habe das Gefühl, wir sind hardcore overpowered. Nicht wahr, Dale? Kannst du auch mal übernehmen. Just as you arrived. So Demeter has been in contact with you then. That witch. Tell me how much she knows. Das Schwiegermonster. What? I don't... Wait, this everlasting winter is her doing, isn't it? Why? Don't mortals die when it's cold? Sounds like a lot of extra work for you. Then you are ignorant. Keep it that way with her. Lest you risk everything, you understand. The consequences will be far worse than a foul stretch of weather. But enough talk now. Es gibt echt einen ewigen Winter gerade, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm. Warum hat er mich denn damit jetzt getroffen, so ein Dreck?
ich hasse das. Oh, wer hat er mich denn damit noch getroffen? So ein Elend. Oh, ich krieg die Krise, Leute. Oh, wir sind schon durch. Liebe ist, dass ich ihn auch so treffen kann. Schön das Frösteln beim Hochtreiben. Von oben kommt gleich eine Welle. Stört mich weniger. Ich liebe es euch, dass ich dabei unverwundbar bin. Ich glaube, ich hätte auch ohne Probleme ihn tanken können. I shall see you back at home. Yes, sir. I did it. That was as fast as I could. Geiler Run. Serie 11, neuer Rekord mit Bestzeit 23 Minuten, ja, das habe ich gemerkt. Na, dann hauen wir mal ab. Having already seen the splendid cottage of Persephone sufficient times, the stubborn underworld prince nevertheless attempts to go there once again. Although his memory of it shall have to do. Warum kommen wir denn nicht mehr so weit? Merkwürdig. Egal, wir sind erfolgreich mal wieder entkommen. Dann geht's für mich jetzt ans Sammeln, wir brauchen dringend mehr Nektar. Also wir sehen uns beim nächsten Part wieder, hoffentlich mit deutlich mehr Stuff. Also macht's gut, bis dann. Ciao.